kann ich nicht empfehlen, das auszuprobieren, weil solide Wasserblöcke in drei Schichten Tiefe zu bringen ist grausam. Das ist echt grausam, dann noch eine geschlossene Wasserdecke drauf zu bringen. Und es soll ja ein, und ich will, wenn dann schon einen soliden Teich haben und nicht einer, wo du einfach eine Wasserfläche machst und die dann nach und nach etwas tiefer gräbst. Das ist ja, das finde ich nicht so toll. Gut, mir geht der Dirt aus. Na dann, hole ich mir mal neuen. Ich weiß auch, also von hier wird dann wahrscheinlich das erste Gras rüberwuchern und dann nach und nach alles eingrünen. Hier die Bäume muss ich noch fällen alle. Und hier unten alles noch gleichmäßig auf diese Ebene hier angleichen, bevor ich dann hier diesen Hang bauen kann, sag ich mal. Ah ja, das wird alles sehr, sehr lustig noch. Ich freue mich. Da ist mein Hund. Der sitzt da. Das heißt, dann könnte ich eigentlich erstmal mich daran setzen, eine Hundehütte zu bauen da oben. Im Wald, sag ich mal. Auch wenn es doch kein Wald ist, aber wir sagen einfach mal, es ist ein Wald. Dann weiß ich zumindest, wie ich das nennen soll. Du Wolf, du da oben ist fein scharf, ne? Das müsstest du eigentlich von der Spielmechanik her umbringen wollen. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn du es nicht machst, aber ich wollte dich nur darauf hinweisen, dass du da eigentlich hoch musst. Ich habe jetzt eh keine Knochen mehr, um ihn zu zähmen, deswegen kann er machen, was er will. Wir werden sicherlich irgendwann mal einen zweiten Hund finden. Dann hätte ich die ganze Zeit hier mit Monstern gespielt. Hätten wir aber mit Sicherheit auch genug Knochen gehabt, um uns mehrere Hunde zu holen. Aber es ist halt einfach viel entspannter, ohne Monster zu spielen. Weil, ja, es ist halt tatsächlich einfach so. Ich hätte... Danke dafür, oh Gott. Gut. Ich werde definitiv als nächstes Ziel, wenn das hier oben einigermaßen fertig ist, eine kleine Hütte hier oben hinstellen, damit mein Hund nicht nass wird, weil ein nasser Hund riecht, allgemein bekannt, echt grimmig. Es gibt nichts Schlimmeres als der Geruch von nasser Hund. Wirklich jetzt. So. Ah, hier ist dann schon der Weg. Da muss ich mir von unten an den Kies holen. Den ich mir, glaube ich, primär eigentlich als Unterlage für die spätere Bahnschiene geholt habe. Also glaube ich, dass der primär dafür gedacht war. Den ich allerdings dann jetzt hier erstmal als Wegmaterial benutzen werde, weil sich hier oben... Ich werde zwei Wege eh vorhaben. Zum Ozean. Der eine da unten mittendurch und der andere auf der anderen Seite bei den anderen Türen. Da brauche ich keinen dritten 3 Meter breiten Weg auf dieser Seite, der sowieso ja, verwachsenes kleines Pädchen darstellen soll. Und ich sehe es eh schon kommen, dass wir eh nur diesen Pfad hier oben benutzen werden. Das wird so klar werden, dass wir nur diesen Part benutzen. Aber das ist mir erstmal egal. Es soll ja schön aussehen. Und irgendwie neigt man in Minecraft dazu, alles immer so zu machen, wie man sich so vorstellt, wie man sich am besten entspannen könnte. Weil ich persönlich könnte mich in einer Region entspannen, wo wirklich so kleiner Pfad ist durch einen Wald, von dem man hin und wieder an einem kleinen Häuschen vorbeikommt. Und in so einer Gegend kann ich mich am besten erholen von allem. Ich habe nur da drüben ein Bett, ne? Naja. Alter, dieser Regen ist zum Glück nicht übertrieben laut. Besser. Man hört auch jetzt wieder Hintergrundmusik. Habe ich so mir gedacht, dass das cool sein könnte. Und dank dem Regen haben wir auch konstant nur 30 FPS in der Aufnahme. Umwerfend.
Also die Aufnahme ruckelt halt wirklich, so gefühlt. Kann auch sein, dass es dann nur jetzt im Vorschaufenster so ruckelt und dann später gar nicht mehr. Das hoffe ich persönlich auch, weil ich mag ruckelnde Sachen nicht. Es gibt nichts Schlimmeres als ruckelnde Sachen, ne. Oh. Kaum ist der Regen auf. Hä? Ach, hier ist eine Wüste? Hä? Cool, hier ist eine regenfreie Zone. Das müssen wir ausnutzen. Während des Regens. Das finde ich jetzt wirklich interessant. Aber der F3-Screen sagt noch nichts, was für ein Biom ist es, oder? Nö. Oder was ist das hier? Ändert sich das, wenn ich in den Regen gehe? Nö. Ich dachte gerade, dass das B eventuell für Biom und dann irgendeine Biom-Nummer, die spielintern geregelt ist, aber ist offenbar auch nicht der Fall. Ja gut, dann freuen wir uns, dass es hier nicht regnet. Kommen jetzt aber wieder in eine Region, wo es regnet. Echt faszinierend, dass hier eine Wüste ist, oder? Ich weiß nicht, was für Biome es jetzt in dieser Version schon alles gibt. Sag ich mal. Ja, bestimmt mehreres. Ich bin übrigens auch gespannt, ob es theoretisch eine Minecraft-Welt gibt. Eine random Minecraft-Welt, also ohne Custom-Seed. Sondern wirklich eine, wo man einfach auf Generate Map gedrückt hat, wo zwei Spieler die exakt gleiche Welt bekommen haben. Weil die müssen ja dann zur genau gleichen Uhrzeit eine Welt erstellt haben. Noch Möglichkeit noch in einer Version mit demselben Map Generator, dass man es auch sieht. Ah, das würde mich mal. Mist. Das würde mich mal echt interessieren, ob das irgendwie geschafft wurde. Ich meine, ich glaube, die brechen das Tag, Uhrzeit und dann halt immer weiter runter. Also ich weiß nicht, ob es in 10. Sekunden reingeht, aber irgendwas um den Dreh rum. Sonst würde das sieht ja nicht so also ein ewig langes Ding sein, was man so hat. Und das wäre schon mal interessant, also ich würde es unglaublich interessant finden, ob es sowas passiert sein könnte. Jetzt wird es übrigens auch noch Nacht. Das heißt, prinzipiell könnte man, wenn ich jetzt schlafe, erstens Tag machen und zweitens diesen blöden Regen abschalten. Aber ich habe hier kein Bett und ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt dahinter rennen. Andererseits könnte ich natürlich auch dahinter rennen, wenn mir die Erde ausgeht, dann dort schnell schlafen und neue Erde von da hinten holen. Weil da hinten bringt uns die Erde sowieso nichts. So. Hier machen wir das mal so. Und haben hier jetzt eh schon alles zu. Jetzt hoffen wir, dass wir dann von dort, wo ich hier gerade das Ding also angeschlossen habe am normalen Berg, dass von dort dann das Gras rüber wächst und dann hier alles, was jetzt noch braune Erde ist, eingrünt. Das wäre doch toll. Dann müsste ich dann hier noch irgendwann immer mal wieder ein paar Hügel reinbauen. Haben eh nicht mehr sehr viel Erde da. Kommen da Hügel rein und ein paar kleine Hütte im Wald. Man muss da oben auf den einen Berg da, der da sehr hoch ist, kommen auch so ein Ableger von dem Pfad hoch. Den mache ich dann auch mal mit Cobblestone, weil ich mit Cobblestone über die Slabs und über die Treppen einen Weg machen kann, der auch noch etwas wegig aussieht, weil er nicht so schön gefliest ist wie die Stone Slabs, sage ich jetzt mal. Also
Es sind beide Stone Slabs, glaube ich. Die ersten beiden nur Stone Slab. Aber ihr wisst, was ich meine. Also die eine. Der eine ist der Cobblestone Slab und das andere ist der Stone Slab, sage ich jetzt mal. Und der Cobblestone Slab hat halt den Vorteil, dass er halt noch etwas unsauberer ist und damit dem Kiesweg noch einigermaßen nahe kommt. Und der Stone Slab ist halt einfach. Ja. Eine große Fliese, sage ich jetzt mal. Und so eine große Fliese will ich nicht als verwunschenen Waldweg in Anführungszeichen, also als kleinen Waldweg, will ich doch keine so großen Steinplatten haben, sondern nämlich lieber so Cobblestone verwuchert und so. Und das, denke ich, sieht besser aus. Irgendwie hier halt dann so ein kleines im Wald selber dann, aber ist mir Cobblestone auch wieder zu gut. Muss dann wirklich Kies her. Und im Wald kann man dann theoretisch auch schon mal springen, auch wenn ich jetzt hier penibel darauf achte, dass ich den Weg absichtlich so tief reinlege, dass man nicht springen muss. Aus quasi dem Grund, dass man ja einen Weg im Normalfall, wenn ein Weg, wie jetzt zum Beispiel ein Wald, im Wald entstehen ja manchmal so Pfade, so Trampelpfade, wo halt viele Leute langrennen, weil, keine Ahnung, weil es da schön ist, schöne Aussicht. Oder einfach, weil in einem Wald Pilzsucher eine gewisse Route haben und die dann halt immer abgehen. Kann ja auch sein, soll es ja geben. Das merkt man dann immer, wenn ganz viele Pilze umgeschnitten sind, die man selber gar nicht umgeschnitten hat. Merkt man immer, dass die Leute gleich den Weg gehen. Und da sucht man sich ja auch nicht das unwegsamste Gelände raus, sondern eins, wo du quasi immer auf derselben Höhe umhergehst. Und dadurch kommen die ganzen Schlenker überhaupt zustande, weil sonst gehst du einfach gerade durch und wenn ein Baum im Weg ist, machst du den ganz leichten Knick. Aber da sind ja teilweise richtig schöne Biegungen drin. Warum? Weil da ein Hügel ist. Und deswegen ist es eigentlich nur logisch, dass so ein Waldweg der Kurweg ist, aber dafür halt nicht wirklich steile Steigungen drin hat. Sondern welche, die man sehr bequem gehen kann. Das zeichnet so einen Waldweg ja eigentlich aus. Die Aufnahme bei mir hat jetzt stolze 24 FPS. Na, herzlichen Glückwunsch. Der Regen ist echt ungesund. Also es wird Zeit, dass ich weiß, wie man Optifine in diese Beta-Version installiert, weil das ist ja furchtbar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann holen wir jetzt hier aber erstmal nicht den Stein, sondern die Erde, die hier drin ist. Haha. Was für ein Schachzug. Perfekt. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Und meine Nase juckt. Das ist uncool. So. Heute ist es übrigens wieder soweit. Das erste Mal seit Vorbeginn des Sommers werden wir wieder den Kachelofen anheizen müssen. Weil es sehr kalt wird zurzeit wieder. Also heute ist es wirklich, hat es den ganzen Tag geregnet. Bis auf die kurze Phase, wo ich die Papierkiste dann auch ausgeleert habe. Sonst hat es halt den ganzen Tag geregnet. Und dementsprechend ist es auch nicht gerade warm. Ich sitze hier zwar in einem T-Shirt, aber es ist auch relativ kalt und ich habe die Heizung nicht angedreht. Weil ich eigentlich gehofft habe, über den Tag verteilt, dass die Abwärme meines Computers, meiner Beleuchtung und vor allem meines zweiten Bildschirms, weil der da ist schon wieder sehr schön warm. Der ist nämlich noch relativ alt, braucht wahrscheinlich auch Tonnen an Energie. Ist sogar noch viel zu 3 Monitor und da hat auch eine sehr gute Abwärme. Aber allmählich fängt es mich tatsächlich auch an den Armen wieder etwas zu frieren hier. Naja, ich bin anscheinend keine Kälte mehr gewohnt. Es gibt auch Schlimmeres. Werde ich mich wahrscheinlich wieder mit abfinden müssen. Oder in der Nacht, also in der nächsten Nacht jetzt, heute auf morgen, vielleicht auch einfach mein Fenster nicht mehr sperrangelweit aufmachen, sondern vielleicht nur kippen. Das könnte helfen, dass es nicht ganz so auskühlt, wie die Nacht, die vergangen ist. Das war nämlich echt krank kalt heute Morgen. Bin ich, tut mir's, je kälter es nämlich auch ist, es gibt ja die Faustregeln, je kälter, desto Bett, ja. Und das besagt ja quasi, dass je kälter es ist, desto schwerer kommt man aus dem Bett hinaus.
Und das ist irgendwie halt wirklich so, weil wenn es kalt ist, willst du ja nicht auf.